Die nehme ich mit. Aber vorher werden wir mal unsere Panzer losrollen lassen. Sir, jawohl, Sir. Panzerabwehrgeschütze rollen mit. Sir. Skywatcher rollen mit. Ja, Kommandant. Artillerie rollt mit. Das ist jetzt ein ziemlich logistischer Aufwand. Mit der Gruppierung, aber ich hoffe, es lohnt sich. Unterdessen sollte ich eigentlich noch ein paar Panzer nachbestellen, aber ich muss jetzt auf die Nahrung warten. Die Panzer rollen vor, erkunden den Weg. Da ist eine Bürgerin, ja, von mir. Achso, ihr greift halt gleich an. Ah, Leute. Obwohl, es ist ja, ich habe ihnen ja auch den Befehl gegeben. Alles, was auf dem Weg ist und uns entgegenkommt, anzugreifen. Und darunter auch Bürger. Wo wollen die eigentlich hin? Zu dem Eisen hier? Ja, sollen sie machen. Sollen sie mal zu dem Eisen gehen. Die Panzerabwehrgeschütze fahren lustigerweise andersrum. Ist auch in Ordnung. Artillerie ist schon losgefahren. Wo ist er denn? Da drüben. Okay, die fährt gänzlich über Stock und Stein. Lustigerweise haben die Panzerabwehrgeschütze jetzt die Führung übernommen. Na, jetzt werden sie auch indirekt aufgehalten, natürlich. Hier kommt uns ein Haufen Bürger entgegen. Weil die alle zum Eisen wollen, anscheinend. Ich meine, wir könnten das jetzt weiter abfangen, aber... Passt auf. Bleibt mal stehen, wartet mal auf die anderen. Vielleicht ist es clever, mal kurz zu warten. Euer Befehl. Fertig. So. Ich muss jetzt nämlich parallel gucken. Okay, folgendes. Alle anhalten. Alle mal anhalten. Denn wir können die Universität entstellen. Endlich. Her damit. Okay, es geht jetzt relativ flott. Euer Befehl. Okay. Euer Befehl. Fertig, Sir. Euer Befehl, Herr Kommandant. Ihr fahrt wieder los. Skywatcher sind mit an Bord. Ihr fahrt halt echt querfeld ein, Leute, ne? Da sehe ich doch was laufen. Okay. Bitte mal ausknipsen. Oh nein, gut. Autsch. Das tat weh. Ich warte, euer Befehl. Jetzt müssen wir mal gucken. Euer Befehl. Was ist denn jetzt hier los? Ach, das sind. Ach, das sind Felder. Von einer anderen Rebellenbasis. Die werden auch angegriffen. Weiß nicht von wo. Da ist ein Turm. Artillerie, deine Sternstunde hat geschlagen. Hier kommen Soldaten. Es ist hier natürlich auch vergleichsweise schmal, die Passage. Oh, Skywatcher. Nein, 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 nein. Wo ist die Artillerie? Oh Gott, die Artillerie ist ja noch gar nicht da. Ich preise hier die Artillerie an und was ist? Oh, die Panzerabwehrgeschütze haben ein kleines Problem. Das finde ich nicht gut. Da kommen Panzerabwehrgeschütze. Ich sprach noch davon. Okay, also wir kriegen auf der Hälfte des Weges faktisch ein Problem. Warum? Ganz simpel. Weil hier gegnerische Truppen auch eine höhere Reichweite anscheinend haben. Und der hat halt noch einen Turm. Unsere Artillerie ist auch abgeschossen worden. Sehr nett. Versucht mal die... Ach nee, pfeift auf die Panzerabwehrgeschütze. Nehmt noch Gebäude mit, wo ihr könnt. Skywatcher machen ihr Ding. Nehmt jetzt noch Truppen mit. Vielleicht können wir dadurch einen Angriff verhindern. Zumindest reduzieren. Ah, es wird halt echt ekelhaft langsam. Die Bereitschaftspolizisten könnt ihr mal mit rausnehmen. Ja, durch diese blöde Allee hier aus Palm. Mann! Eine Allee bestehend aus Nadelbäumen, Laubbäumen und Palmen. Was ich echt fragwürdig finde. Das ist ein netter Sichtschutz.
damit jetzt nicht jeder unbedingt in den Garten reinschaut, aber dass man hier rumkommt, finde ich jetzt nicht so clever. Okay, ich brauche neue Panzer. Ich lasse die jetzt hier kaputt gehen, das bringt nichts. Ich brauche eine neue Artillerie. Ich brauche zwei von denen. Ich brauche von euch mal noch 10. Dann brauche ich noch Panzer. Ab geht der Peter. Wir haben die Universität. Aufwertung zu Cyborg-Bürger. Können wir machen. Wir haben gerade die Nahrung. Ich weiß zwar nicht, was es bringt. Aber vielleicht... Alles klar. Ich weiß, was es bringt. Guckt's euch an. Wir können das Nano-Zeitalter als nächstes erreichen. Das Eisen dafür haben wir ja schon. Das Gold haben wir auch fast. Aber die Nahrung fehlt uns. Und das in Gänze. Was im Grunde genommen jetzt heißt, wir brauchen noch ein paar Bürger, wir brauchen noch ein paar Ideen vor allem und Luftabwehr. Also wenn ich jetzt eins brauche nach diesem Luftangriff, dann brauche ich Luftabwehren. Unbedingt. Unbedingt Luftabwehrgeschütze. Ich habe zwar jetzt kein Holz mehr, gar nichts. Und ich habe jetzt auch keinen Platz mehr für ein Silo. Ja, gut, von mir aus. Ja, wir haben jetzt Cyborg-Bürger, was ein bisschen verstörend ist. Aber naja, gut. Soll man machen. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt bringt, aber... Außer wahrscheinlich die Voraussetzung dafür, dass wir ins nächste Zeitalter kommen können. Aber na gut, so. Pass auf, ich spare mir ein Feld. Mehr als beim anderen Silo, wo zwei Felder fehlen. Immerhin. Ja, ist glaube ich, ein fairer Deal. So, dann noch Bürger. Sonst an der Universität haben wir nichts weiter, ne? Was ich irgendwie sehr krass finde. Nahrung wird gemacht. Wir bauen uns wieder eine Verteidigung auf. Wir müssen durch eine zweite Basis durchrennen. Durch die orangene Basis müssen wir faktisch durchrennen. Hier ist eine Baumgrenze. Ich folgendes. Ich brauche mal bitte, Leute, noch einen Spionagesatelliten. Ich muss mir das mal angucken. Vielleicht kommen wir hier drüben. Hier ist ja diese tolle Allee mit Palmen. Vielleicht kommen wir hier drüben rein. Dass das hier so der Durchgang ist. Glaube ich aber fast nicht. Ich hoffe es, aber ich glaube es fast nicht. Oh Gott, guckt euch das an, was hier... Wir müssen da überall durch. Ich brauche dann wenigstens 2 Artillerien beim nächsten Angriff. Ich brauche dann... Ja, was hilft denn gegen Panzerabwehrgeschütze? Das ist die nächste Frage. Spionagesatellit ist bereit. Durch mal auf die 2. Okay. Rück mal vor, guck dir das mal an. War hier noch Luftabwehrgeschütze? 1. Das andere haben wir kaputt gemacht. Hier unten sind halt auch noch Sachen. Und wir müssen mitten durch die orangene Basis durch, um zur blauen Basis zu kommen, um diese Stadt zu befreien. Was ich halt echt krass finde. Und hier drüben ist ja auch noch... Nein, hier unten ist ja noch diese graue Basis. Zumindest der Hafen von... Okay, von Rot, wo, von dem die Panzer kamen. Ganz am Anfang. Und von... Ne, von Grau habe ich jetzt keine Basis gefunden. Naja, gut. Spionagesatellit fliegt, ist in Ordnung. Wie sieht es aus? Wir haben ein paar neue Bürger, die jetzt unbedingt uns noch Nahrung holen, denn wir brauchen einen Haufen Nahrung. Können wir jetzt noch irgendwas aufwerten? Nee, ne? Nee, es sieht jetzt gerade wirklich ganz danach aus, als müssten wir jetzt genug Nahrung sammeln, dass wir ins nächste Zeitalter kommen können. Wir können jetzt sonst nichts machen. Außer uns verteidigen, natürlich. Spionagesatellit, was siehst du? Da ist ein Durchgang. Ja, wow. Das hilft ja jetzt nicht sehr viel. Da ist ein Durchgang, tatsächlich. Also es gibt einen Durchgang. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Bitte mal einmal umdrehen. Danke. Oh, da ist noch ein Jäger. Ja, es ist ein Problem tatsächlich.
Ja, natürlich greift er an. Wir werden angegriffen. Ja, soll er mal machen. Ich guck mir das jetzt hier mal an. Bin nur touristisch unterwegs. Ich komme in Frieden. Raketenabwehrbatterien, okay. Okay. Hier drüben ist Wald. Tja. Wie machst du denn das jetzt? Ja, ich weiß, wir gucken uns gerade schönen Wald an, okay, und schöne Berge. Ich weiß, da ist noch eine alte Luftabwehr aus einem ganz anderen Zeitalter. Oh, wir fliegen gerade, wir steuern gerade voll auf eine zu. Will ich jetzt nicht unbedingt. Ich will, dass wir am besten vorbeifliegen. Ich will ja noch den anderen Teil der Basis sehen. Ach Mann, wieder eine Luftabwehr. Es ist ungünstig. Spielverderber, ihr spielt ja wie ich. An der Küste erstmal einen Haufen Luftabwehren abstellen. Dass ja keiner auf die Idee kommt. Straße, hier läuft ein Bürger. Das ist die Zugangsstraße zum... Ach Gott, zu dieser Basis. Zu dieser blauen Basis. Guckt euch das da an. Eine Gebirgskette, ehrlich. Oh nö. Oh, das ist ja unfair. So, ich hatte jetzt hier nichts weiter von der orangenen Basis gesehen. Das ist alles. Naja. Sage ich jetzt so leichtfertig. 1, 2, 3, 4, 5 Kasernen. 6 Kasernen. Okay. Oh, wow. Okay. Das ist jetzt nicht so geil, finde ich. Das ist was Rotes. Hier wird Holz abgebaut. Okay, okay, die laufen auch zielgerichtet. Ja, die haben sich ja auch wunderbar eingerichtet. Okay. Rot ist Neurussland. Na, wir bedenken bitte, in der vorherigen Mission war Neurussland noch unser Verbündeter, dem wir noch Rohstoffe geliefert haben. Das will ich nur nochmals betonen. Weswegen ich das alles ein bisschen widersprüchlich finde. Zumindest ein kleines bisschen widersprüchlich finde. Okay. Okay, also ich würde sagen, wir können unseren Spionagesatelliten jetzt frei rumfliegen lassen. Wenn er kaputt geht, geht er halt kaputt. Das ist mir auch relativ. Ich muss erst einmal einen Schluck trinken. Einfach, weil wir es können. Wie sieht's denn eigentlich hier aus? Okay, also wir haben jetzt wieder eine beträchtliche Anzahl Panzerabwehr und Panzer. Und Soldaten haben wir auch. Zwei von den Paladin-Geschützen, was ich sehr gut finde. Wie viele Panzer haben wir? 5. Vorhin konnten wir, glaube ich, nicht mehr hinstellen, weil wir keine Ressourcen hatten. Skywatcher, ja. Überlege ich halt noch. Artillerie wollte ich noch eine hinstellen, siehst du. Ich weiß, ich verschwende jetzt wieder die Ressourcen maßlos. Ich weiß, wir sollten ins nächste Zeitalter vordringen. Immer mit Ruhe. Wir kriegen das hin. Ich bin da guter Dinge. Ich habe jetzt genug Luftabwehr stehen. Das ist jetzt mein einziges sinnvolles Argument, was ich da jetzt noch dagegen habe. Sonst weiß ich nicht, was ich noch dazu sagen sollte. So, ihr bleibt... Ach Gott, wir müssen ja dann mal noch eine Verteidigung hier drüben wieder aufbauen, ne? Ja, in Ordnung. Da ist wieder eine Raketenbatterie. Da war es das mit unserem Spionagesatelliten wieder. Okay, also wir müssen diese Basis hier oben ausknipsen. Ich weiß noch nicht wie. Doch, na klar. Wir nehmen erst den Flughafen weg. Und wir kommen doch locker... Kommen wir da wirklich locker ran? Nein. Da stehen uns ein Haufen Bäume im Weg. Das ist ein Zugang. Den nutzen wir, um den Flughafen anzugreifen und die Basis von hier aus auseinanderzunehmen. Besser als von dieser tollen Allee mit Palmen, die uns hier alles im Weg stehen lassen hat. Was ich echt äußerst nervig finde. So. Wo waren wir? Achso, wir haben... Nee, ich muss jetzt mal kurz koordinieren. Wir haben Panzerabwehrgeschütze. Gehen auf die 5. Wir haben... Panzer haben wir noch nicht. Gut, ist in Ordnung. Infanterie haben wir. Ja, mit Jägern. Also Flieger haben wir echt nicht wirklich in der Mission, ne?
Wir haben halt die Panzerabwehrhubschrauber, die uns nichts bringen. Und die Panzerabwehrjäger. Oh, die schießen die Bäume weg, ne? Hier, guckt euch das an. Das sind unsere tollen neuen Cyberbürger. Ich finde sie jetzt nicht so hübsch. Ich hätte da lieber Menschen. Lustigerweise reden sie noch mit uns. Ich weiß nicht. Aber ne, der Diktatoren-Simulator und in der Neuzeit, wir haben es im Grundspiel gesehen. Mit, wie hieß er gleich? Grigor. Grigor hieß er. Und Grigor der Zweite. Ach Mann, so, ach, hier sind ja unsere ganzen Luftabwehrgeschütze weg. Wie finde ich denn sowas? Aber her damit. So, Eisen haben wir jetzt ordentlich, ne? Also wir haben jetzt wirklich ordentlich Eisen gesammelt. Warum stehst denn du hier eigentlich da? Das weiß keiner. Das kann echt keiner sagen, warum du da stehst. Aber du kannst uns mal in der Zeit eine Panzerfabrik hinstellen. Und dann nachher noch eine Belagerungswaffenwerkstatt. Dann hätten wir für hier vorne eine und für hier hinten hätten wir dann auch noch eine. Könnte man dann loslegen. Ich weiß, ich kratze schon wieder am Einheitenlimit. Also ich kratze noch nicht am Einheitenlimit, aber ich bin schon wieder fast dran. Was mich schon wieder unsagbar stört. So, was habe ich jetzt vergessen? Skywatcher hätte ich vergessen. Ja, gut. Skywatcher müssen wir mitnehmen. Leider. Weil da eben einige Jäger und vor allem Bomber ja noch in der Luft sind. Sind ja wirklich noch diverserlei Bomber von hier drüben gekommen. Was ich echt nicht gut heißen kann. Ist doch was. Und weil es so schön war, schicke ich noch einen Spionagesatelliten los. Und danach rücken wir uns nächste Zeitalter vor, denn wir haben alle Ressourcen zusammen. Was ich unglaublich gut finde. So, Belagerungswaffenwerkstatt wird noch eine hingestellt. Jetzt geht's doch voran. Und das nutze ich doch gleich mal, um abzuspeichern. Wir sind einmal so weit gekommen. Wir haben diesen ersten Angriff abgefangen. Und ich hatte echt befürchtet, diese Mission wird noch richtig bösartig schwer. Dabei muss ich zumindest jetzt sagen, es war nur der erste Angriff, der es echt in sich hatte. Muss man ja sagen, der war ja wirklich nicht ohne. Aber ich bin echt guter Dinge. Wir müssen ja nur die orange Basis erstmal aus dem Weg räumen, dass wir an die blaue Basis rankommen. Das ist jetzt so der erste Schritt. Der nächste Schritt wird dann, denke ich, sein, dass wir dann hier runterkommen. Zu dieser eroberten, naja, Forschungseinrichtung. Die wir eigentlich schnell einnehmen sollten, ich weiß, aber wie denn? Wie sollen wir die schnell einnehmen? Und das mit der Raketenabwehrbatterie habe ich noch nicht ganz verstanden, muss ich sagen. Ich werde mal zwei hier hinstellen. Skywatcher habe ich jetzt drei. Okay. Ich würde sagen, wir rücken mal vor. Panzer. Halt. Panzer. Oh, ich, sorry. Ich habe statt Steuerung habe ich wieder die Windows-Taste gedrückt. Ich wollte positiv. Euch so Skywatcher und Artillerie. Die werden auf dem Weg jetzt sicher wieder was abfangen. Aber das ist in Ordnung. Komme ich mit zurecht. Ach so, die Paladin-Kanonen wollte ich noch mitnehmen, ne? Nehmen wir auch noch mit, komm. Die könnten uns gegen die Panzerabwehrgeschütze hilfreich sein. Hoffe ich zumindest. So, ihr rückt vor in der Zeit. Was ist denn hier oben jetzt los, bitte? Ach so. Guck mal, Neurussland. Hey, Neurussland hat sich hier schön eingerichtet. Und unser Spionagesatellit dreht eine Runde und ist damit weg. Toll. Das war ja nun eigentlich gar nicht der Plan. Ja, wurde sich auch eingerichtet. Ja, ist in Ordnung. Die Karte ist halt echt groß, ne?
Ich stelle einfach noch einen Spionagesatelliten hin. Oh, wir haben, wir sind vorgerückt, im Übrigen. Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Goldgewinnung, Eisengewinnung, finde ich schon mal sehr gut. Da noch ein Spionagesatellit. Wir können den Jäger aufwerten. Zu Nebula, den kennen wir, glaube ich, schon. Zumindest aus dem Grundspiel kannte ich ihn. Kybernetik. Anti-Alterungspille. 5 zur Bevölkerungsgrenze. Ich freue mich immer über die Bevölkerungsgrenze. PA-Geschütz Herkules, sehr wichtig. Und Centurion-Panzer, jawohl. Das mit der Aufwertung funktioniert jetzt. In der Kaserne können wir zu richtigem Wächter upgraden. In der Universität gibt es nichts weiter. Im Silo können wir Hydrokultur machen, wenn wir denn Nahrung bekommen. Genau. Und dann hört es, glaube ich, auf, oder? Luftabwehr können wir nicht noch upgraden. Ne, wir haben alles.